Willkommen zurück bei More for Your Interest Sint DIY. Heute geht es wieder um Core Gadget und zwar um eins der neuen Gadgets aus dem 2.5er Update und das ist Madrid. So, das seht ihr auch hier unten, hatten wir ja schon mal, da ist der unten. Madrid. Ja, Madrid und damit mache ich mich mal eben klein, möchte analoge Bässe emulieren. So. Solo ist schon mal schön. Also hier habe ich jetzt den Arpeggiator an. Ich mache mal einfach ein neues Gadget, damit das mehr Sinn macht. So, Madrid ist ganz unten. Und wie gesagt, es soll emulieren. Wir gehen mal. Das Pattern haben wir auch schon Drumbeat. Ich mache jetzt mal das Tempo langsamer. Bei 145 ist jetzt ein bisschen. So, jetzt sind wir schon fast im Hip-Hop-Territorium angekommen mit diesem Aim and Break. Wie gesagt, von der Story her passt das auch. So und Solo. Also wie man schon hört, das ist ein Bass-Synthesizer, ich mache den mal größer, der aber halt analoge und elektrische Bässe, also dieser zum Spielen mit den Saiten, versucht wiederzugeben, realistisch. Und vom Aufbau ist es hier genauso wie bei Gladstone. Der ist halt komplett darauf ausgelegt, genau das zu machen. Genau wie halt auch der Bass-Synthesizer sehr in diese Richtung 303 Bässe geht. Und genau darauf spezialisierte Einstellungen hat, ist es hier genauso. Wir haben im Endeffekt von oben nach unten, jetzt von oben links, erstmal die Soundauswahl. Die ist aber nur Deko. Ne, die ist nicht nur Deko, die kann man sogar drehen. Gut. Da können wir halt im Endeffekt unseren Sound auswählen, der oben angezeigt wird. Ich mache es eigentlich lieber so. Und dann kann man sich hier halt zum Beispiel einen Slap-Bass aussuchen. So, der läuft jetzt durch zwei Effektgeräte und da kann man aussuchen, ob die vor oder nach dem Amp sind. Kompressor in dem Fall und ein Zweiband-EQ. Und das ändert sich halt auch, wie gesagt, pro Sound. Hier ist jetzt halt ein Auto-War dahinter. Und darunter haben wir dann jeweils mit Edit 1 und 2 die Einstellung für die einzelnen Effekte. Über diesen Pre-Post-Schalter kann man auswählen, wo das Effektgerät angebracht ist. Und in der Mitte kann man halt einen von 6 Amplifiern auswählen. Also einen klassischen Studio-Amp, einen sehr sauberen Amp, der den Sound halt nicht viel verändert, bis halt zu charaktervollen Amps. Wir haben einen Equalizer, also einen Tone Generator, das ist der Ton von dem Gerät, also die Einstellungen, die quasi am Gerät sind. Und die Envelope emuliert im Endeffekt das Spielen. Das heißt, ich kann da einstellen, der soll nicht so einen starken Attack haben oder sehr starken, also angeslappt sein. Und wie man hört, das hört sich schon nicht uncool an. Ich nehme mal eine Blue Scale. So, aber meiner Blues ist immer gut. So. Und hier kann man natürlich auch den Arpeggiator benutzen und dann sollte man vielleicht, ich schalte ihn mal an. Lass mal was raussuchen, was sich so ein bisschen. Und hier mit den Types kann man halt auswählen, in welche Reihenfolge gespielt werden. Up-Down ist natürlich sehr
klingt sehr nach Arpeggiator, aber diese Alternatives, die springen halt in. Die springen halt die Noten in einem Rhythmus, der nicht statisch von hoch nach unten ist. So, das kann man natürlich noch. Sowas zum Beispiel könnte man dann nehmen. Und dann könnte man natürlich sagen, wir machen das Ding mal eben klein. Wir nehmen jetzt einfach mal auf. Jetzt habe ich natürlich 27.000 Millionen Bar. Ich hau jetzt auch einfach irgendwelche Tasten drauf, also es gibt nichts. So, das ist jetzt auch viel zu lang. Da machen wir jetzt einfach 4 Bars raus. Dann läuft das auch schön rund. Und dann kann man sich halt auch mal anhören, wie sich die verschiedenen Sounds anhören würden, wenn da mal was läuft. Das machen wir jetzt mal klein wieder. Oder noch besser, ich mache den aus. Also man hört schon, dass sie sich sehr unterschiedlich anhören. Da geht's dann halt in der bisschen angegrunchtere Richtung. Ja, das soll jetzt mal. Ja. Ich würde sagen, das erklärt schon einiges. Wir können jetzt mal anhören, wenn wir es laufen lassen. Wie sich der Sound verändert. Wenn man unterschiedliche Amps benutzt. Also man merkt schon, man kann den Sound schön mit sculpten. Und hier haben wir im Endeffekt 2 Driver. Wenn wir jetzt die Position zwischen Pre und Post ändern, ist der zweite von diesen Verzerrern halt nach dem Amp. So sind die beide vorher. Und wenn wir jetzt sagen, wir möchten, dass die Noten nicht so kurz sind, dann kann man natürlich den Release. Ja. Ist halt wie lange es braucht, bis der Ton wirklich ausgeht. Und schon hat man Sound, den man für sowas benutzen könnte. Mehr gibt es da eigentlich nicht wirklich zu sagen. Doch vielleicht die Menge der Sounds. Also wir haben 31 verschiedene fertig eingestellte Sounds, die man dann natürlich noch verändern kann. Wie gesagt, man kann den Amp-Type ändern, man kann andere Effekte drauflegen und. Für mich eine sehr realistisch klingende Simulation von einem akustisch oder elektrischen Bass. Klar
gibt es Apps oder sagen wir mal eher Software auf Rechnern, die das realistischer machen können. Aber ey, das hört sich echt gut an. Das ist jetzt okay. Also richtig gut eigentlich. Ja, das ist dann Madrid. Möchte eine Emulation von analogen und elektrischen Bassgitarren sein, inklusive der Effektgeräte und der Amp-Aufnahmesituation dahinter. Und ich glaube, das funktioniert. Also meines Erachtens ist das ein schöner Bass. Und ich kann euch ja mal, ich lade mal eben ein anderes Lied. Ich kann euch ja mal zeigen, wie ich den eingesetzt habe. Ich solo mal einfach die beiden und gehe auf das. Also ich habe halt eine Patche da durchlaufen lassen. Was natürlich sehr nach Synthesizer anhören lässt. Aber in dem Fall auch so gewollt war. Also ich wollte halt den so ein bisschen pushen in die Richtung fast schon Synthesizer-esque zu klingen. Und das funktioniert auch. Also man kann den auch so weit drehen, dass der was anderes ist, als er sein will. Aber ich würde mal sagen, am besten kann er das, was er ist. Nämlich analoge und elektrische Bässe emulieren. Ja, läuft. Also, geiles Ding. Kostet, wie gesagt, $15. Beziehungsweise jetzt im Sale noch $10. Und meines Erachtens, ich meine, sogar wenn ich auf dem Schrott mir einen Bass besorge und den dann umbaue, und ich weiß, wovon ich spreche, ich baue Gitarren aus, kaputten Gitarren und Bässe und ähnliches, da steckt man da mehr als 15 Euro rein, um einen Bass zu haben, wo Sound rauskommt. Dann hast du aber noch keinen Amp, noch keine Aufnahmesituation, keine Effektgeräte. Also das ist für mich ist das eine super Möglichkeit, auch gitarrenlastigere Musik unterwegs zu produzieren. Man kann meines Erachtens damit Songs schreiben und dann die recht einfach eingespielten Bassläufe oder vielleicht auch in dem Fall, das könnte man ja fast, also wie ich es vorher hatte, wie eine E-Gitarre benutzen, dem Gitarristen geben und sagen, hier, viel Spaß damit. Guck mal, was du daraus machst. Der muss es ja nicht Note für Note nachspielen, aber der weiß, wie sich der Song anhören soll, wie die Person, die den Song geschrieben hat, die Gitarren haben möchte und kann dann sein eigenes Spiel mit einbringen. Also für das, was es ist, unterwegs Musik machen und im Zweifelsfall auch fertig produzieren, funktioniert meines Erachtens beides. Gut, nächste Folge kommt, wie gesagt, auch recht schnell hoffentlich. Ich weiß nicht, wie schnell diese Folge nach der ersten Folge mit den Updates mit Gladstone gekommen ist. Aber Kamata soll dann auch recht schnell kommen. Und das ist halt dann was komplett anderes. Das ist ein 4-Bit Wavetable Synthesizer. Aber auch ein geiles Ding. Zeige ich euch dann im nächsten Video. Ich bin euer Gentleman Rocker. Man sieht's.